Was bei Idomeneo ganz reizvoll ist, ist, dass es eine um eine Insel geht oder um einen Ort, wo junge Menschen irgendwann beschlossen haben, einfach nach neuen Prinzipien zu leben und eigentlich wie eine Utopie leben wollen. Ja, es wird irgendwann total traumhaft, das ganze Ding. Es wird wie so ein, wie so eine Befreiung vom Vater, wie bei Mozart ja so oft. The thing I love most, the thing I find most fascinating about Idomeneo is his basic humanity. Obviously, the problem he is facing in the opera is the type of problem that no one would want to be walking in his shoes, faced with the idea of having to put your own child to death because of a deal you made in order to save your own life. It's my favorite Mozart's opera, and when I heard this music for the first time, I was in love really in Ilya's lines, in Ilya's music, first of all. Because I think it's one of the most pure, kind-hearted and loving heroine of Mozart's, in all Mozart's operas. Mozart did an incredible job, actually, of giving us glimpses into Idomeneo's torment, his sadness, and his great joy. When we meet him, you can hear how he is grateful to be alive. And then we see him in the second aria, railing against Neptune, railing against God. In this opera, Mozart wanted to not just follow the classic rules of the opera seria, but he changed some things. But you know, like big scenes, and also all characters don't have so much arias as usually in opera seria characters have. Das Tolle ist an dieser Oper, dass es dass jede Figur und jede Handlung eigentlich immer etwas anderes meint. Also dass es immer als Metapher für etwas steht und repräsentativ ein Gefühl erzeugt. Und insofern ist es, wenn man an dieser Oper arbeitet, eigentlich toll, dass sie ganz groß das nach außen bringt, was eigentlich ein Blick in die Untiefen des inneren Meeres sind.